Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing-Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch das Set Multiplay 3-in-1 Rennfahrer, Urmensch und Maler öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr jetzt auch schon das Set sehen. Letzte Woche haben wir diesen Rennfahrer aufgebaut. Aber in diesem Set kann man ja 3 verschiedene Figuren aufbauen. Und heute werden wir dann den Maler aufbauen. Erstmal zeige ich euch noch diese Tüte. Also dieses Set hat die Nummer 9854. Und das kriegt man eigentlich immer dazu, wenn man bei Playmobil etwas bestellt. Und genau, da kann man immer entscheiden, ob man das Set für die Jungs oder das Set für die Mädchen bestellen möchte oder dazu kriegen möchte. Und ja, dann legen wir mal los. Zuallererst müssen wir jetzt diese Figur hier auseinanderbauen. Da müssen wir den Kopf jetzt erstmal aus dem Körper rausziehen. So, huch, seine Haare sind jetzt auch ab. Egal, nicht schlimm. Dann den Oberkörper und dann fallen auch schon die Arme auseinander. Die Sachen brauchen wir jetzt nicht. Und ja, dieses graue Teil werden wir auf jeden Fall brauchen, aber die Beine eben nicht. Wir brauchen nämlich die Beine vom Maler. Ist nicht so leicht. Da klappt. Okay, so jetzt haben wir alles auseinandergebaut. Dann brauchen wir die Teile vom Maler. Da müssen wir mal schauen. Also hier gibt es auch noch diese Anleitung. Gut, diese Sachen hier sind vom Rennfahrer. Den Kopf und die Haare brauchen wir auf jeden Fall. Dann das ist auf jeden Fall vom Urmensch. Das werden wir auf jeden Fall auch noch aufbauen. Und ich würde sagen, die Arme sind auch vom Urmensch. Also das hier sind jetzt die Beine vom Maler. Da sieht man auch die Farbplexe. Er hat dann auch noch hier so eine Weste, eine Cappy. Ja, 2 Arme natürlich. Und hier dieses T-Shirt, beziehungsweise das ist dann ja eher ein Pulli. Und hier noch so ein Pinsel. Ja, dann können wir auch schon loslegen. Zuallererst kommt dann dieses graue Teil auf die Beine drauf. Das habt ihr auch schon beim Rennfahrer gesehen. Als nächstes ist dann der Oberkörper an der Reihe. Da müssen wir dann die Arme hier rein in die Löcher reinstecken. So. Und das Ganze kommt dann hier auf das graue Teil. Wir haben ja noch eine Weste. Das heißt, als erstes müssen wir hier das T-Shirt oder halt eben den Pulli in die Weste reinmachen. Und dann sind die Arme dran. Man muss es gut festhalten, sonst fällt es auseinander. Und das Ganze kommt dann eben hier auf dieses graue Teil drauf. So, jetzt sieht das schon fast fertig aus. Jetzt fehlt nur noch der Kopf. So, der kommt jetzt hier rein. Tada. Die Haare noch, die uns leider abgefallen sind. Dann kriegt er noch eine Cappy, die perfekt zu seinem Outfit passt. Und hier diesen Pinsel. Tada, der Maler ist fertig. Das ging ziemlich schnell. Ja, so sieht er aus. Also ich finde es richtig cool, dass man dann eben 3 Figuren aus ja, einem Grundteil oder so machen kann. Ja Leute, das war es jetzt zu dem Video. Also ich finde dieses Set richtig toll. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das sehen können. Und vergesst nicht noch unseren Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!